Thomasgrund an dem Ort, an dem alles begann. Seit mehr als 20 Jahren ist er Sozialarbeiter in Jena-Vinzala. Hier in Thüringen sind die NSU-Terroristen aufgewachsen. Heute sieht die Plattenbausiedlung recht schmuck aus, vieles frisch renoviert. Die Bewohner sind freundlich, die meisten jedenfalls. Früher, erinnert sich Thomas Grund, Anfang der 90er Jahre sah der Ortsteil noch anders aus. Er war früher einfach grau und düster. Er war an vielen Stellen unbefestigt, noch mit Erdhügeln und Dreckhaufen, Bauarbeiten. Und halt eben auch vielen Jugendgruppen an allen möglichen Plätzen und Ecken. Denn einen Jugendtreff gab es nicht in Vinzala. Bis der Winzerclub entsteht, Thomas Grund hat ihn mit aufgebaut. Uwe Böhnhardt geht hierhin, auch Uwe Mundlos, der Professorensohn. Die späteren NSU-Terroristen machen aus ihrer rechten Gesinnung schon damals kein Geheimnis. Und auch Beate Zschäpe besucht den Winzerclub, ein Teenager zunächst, der gerne flirtet, wie andere auch. Doch dann lernt sie Mundlos und Böhnhardt kennen, gleitet ab in den braunen Sumpf. In den Winzerclub geht sie bald nicht mehr. Über das Jahr 92 wurden ihre Besuche immer spärlicher, bis sie ganz wegblieb. Und seit 93 weiß ich, dass sie fest in dieser Gruppe drin ist, weil es Vorkommnisse im Stadtzentrum gab, wo sie aktiv geworden ist und Leute verprügelt hat. 38 Jahre alt ist Zschäpe heute. Und ihr werden Morde aus rechtsradikaler Gesinnung vorgeworfen. Als Zschäpe vors Münchner Oberlandesgericht tritt, zeigt sie sich selbst sicher völlig unbeeindruckt von der Anklage. Dabei sind die Vorwürfe beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ende der 90er Jahre gehen Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in den Untergrund. Banküberfälle, Sprengstoffanschläge sowie Brandstiftung werden dem Trio zur Last gelegt. Vor allem aber sollen sie über Jahre hinweg 10 Menschen ermordet haben, 9 von ihnen nur, weil diese eine ausländische, meist türkische Herkunft hatten. Die Hintergründe der Mordserie sollen nun das Münchner Gericht ausleuchten. Der Prozess ein Medienereignis. Auch international ist das Interesse groß, vor allem natürlich in der Türkei. Für die Angehörigen der Opfer ist der Prozessbeginn kein leichter Tag. Auch für Semir Cimcek nicht. Sie ist die Tochter des ersten NSU-Opfers. Trotz des Medienandrangs scheut sie nicht die Konfrontation im Gericht mit Beate Zschäpe und den 4 angeklagten mutmaßlichen Mittätern. Doch dann stoppen die Verteidigeranwälte das Verfahren vorübergehend mit einem Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Götzl. Schon der erste Prozesstag für die Opfer eine Enttäuschung. Ich fand den Tag einfach sehr, sehr juristisch. Es wurden viele Anträge gestellt und darüber diskutiert. Aber für mich persönlich war es sehr, sehr anstrengend und belastend. Ja, wie es mir ergangen ist, natürlich, also es war unangenehm, mit den Angeklagten in einem Raum stundenlang zu sitzen und sie zu beobachten. Es hätte jeden treffen können mit ausländischer Abstammung, sagt Yasemin Nart. Sie ist Deutsche mit türkischen Wurzeln. Zum Auftakt des NSU-Prozesses hat sie eine Mahnwache organisiert, Luftballons und ein Kranz in Schwarz, Gedenken an die Opfer, ein Zeichen gegen Rassismus. Zum einen hätte es natürlich jeden von uns treffen können. Jeder hätte ein Angehöriger oder das Opfer selber hier sein können. Zum anderen möchten wir einfach Gesicht zeigen. Gesicht gegen Rassismus, Gesicht für die Opfer. Wir möchten präsent sein, wir möchten ihnen zeigen, wir sind trotzdem da, wir haben keine Angst vor euch. Und wir werden ein Leben lang gegen euch vorgehen, wenn es denn sein müsste. Zurück in Jena. Einer, der hier seit vielen Jahren gegen die Rechtsradikalen kämpft, ist Lothar König. Er ist Jugendpfarrer und kennt die späteren NSU-Terroristen. In den 90er Jahren warnt König immer wieder, die rechte Szene mache sich breit in Jena. Doch die Stadt weiß nicht, wie sie reagieren soll. Sie nimmt König nicht ernst. Diese Netzbeschmutzung, diesem Vorwurf haben wir uns sozusagen ständig ausgesetzt gefühlt und ist oft genug sehr direkt auch gesagt worden. Und weil die Bevölkerung weit hinweggeschaut hat, hat es verniedlicht. Und dann die Angst hier, ach wenn Jena und so weiter, der Ruf der Stadt, hier sind Wirtschaftsinteressen auch im Spiel und da waren richtige Ängste,
Und ich behaupte ja, solche Ängste gibt es auch heute noch. Der NSU-Prozess, befürchtet Lothar König, wird da auch kein Umdenken bewirken. Auch Thomas Grund ist da skeptisch. Er setzt deshalb mehr auf sein eigenes Engagement. Es sei wichtig, sagt er, sich um die jungen Leute zu kümmern, damit sie nicht Rechtsradikalen auf den Leim gehen. In Jena, in Ostdeutschland oder anderswo.